Oh, guck mal. Ich habe Besuch. Zum Glück ist die Tour ein bisschen standhaft. Hallo. Hey. Lass doch mal die Tür heile. Gut, dass die verschlossen ist. Im Moment so ein bisschen mein geschützter Rahmen. Kommt bestimmt gleich der nächste. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Alpha 21 Experimental. Wir befinden uns gerade hier in meinem Geheimversteck. Kleiner Scherz am Rande. Also ich habe gerade das Haus gequestet, bin fertig und es ist mitten in der Nacht. Bin jetzt hier noch in dem halbwegs geschützten Raum. Den lasse ich auch mal noch zu für den Fall, dass sie da hinten nachher gleich durchkommen. Kann ich hier durch die Tür den einen oder anderen Zombie noch abwenden. Weil jetzt rauszugehen, bringt, glaube ich, nicht allzu viel. Werkbank. Die bekomme ich. Arbeitsstationen, Level 10. Arbeitsstationen. Das ist das da. Arbeitsstationen, Level 10. Okay, guck an. Also, Tausammler kann ich offensichtlich schon herstellen und eine Schmiede auch, aber eine Werkbank noch nicht, weil mir die Bücher dafür fehlen. Tausammler. Das ist tatsächlich neu, also mit diesem Gegenstand und diesem Wasserfilter, den man wohl bisher nur beim Trader kaufen kann, und zwar für richtig viele Tokens, was ein bisschen fies ist, finde ich. Kunststoffabfall, Eisenrohr und Klebeband, kann man sich hier so einen Auffangbehälter basteln, mit dem man hier quasi Wasser filtert durchs Regenwasser. Also es muss auch draußen stehen. Das ist tatsächlich ein neuer Gegenstand, wie man nochmal an Wasser kommt, sofern man dieses trübe Wasser hier nicht findet. Aber bisher muss ich sagen, habe ich da eigentlich weniger Beweggründe, mir hier meine kostbaren Tokens für sowas auszugeben. Kann aber eine Schmiede schon herstellen, ja, wie man sieht. Ein Holzklotz brauche ich, Pflastersteine, Leder, Klebeband und kurzes Eisenrohr. Okay, ja, sollte jetzt nicht das Problem sein. So, gucken wir mal, ob ich hier noch was Schönes rauskriege. Tatsächlich nicht. Manchmal ist hier drunter auch ein Geheimversteck, aber heute mal nicht. Guck mal. Habt ihr das gehört? So wie als wenn von der Schaukel so ein Ton ist, wenn die Schaukel so quietscht. So. Fetzt ja voll. Naja. Warten wir mal die Nacht ab und dann geht's weiter. So, gucken wir mal. Ja, das heißt, jetzt kann ich eigentlich nicht direkt zurück zum Trader. Ja, hallo. Wo muss ich nochmal hin? Dahin. Mehr Schaden an Wölfen finde ich gut. Da ist wer. Die Sachen habe ich noch nicht gelootet. Die nehmen wir doch noch mit. Das lassen wir uns doch hier nicht entgehen. Ein Amboss, ey. Ich glaube das nicht. Vielleicht bin ich wirklich wieder bis zum letzten überladen. Ich sehe das doch hier schon wieder. Fertigkeit Samen. Okay. Ja, das kann ich dann direkt mal essen. Zack. Hätten wir das denn auch? Und dann sind wir eigentlich auch durch. Das ist wichtiger.
Der darf natürlich auch nicht fehlen. Hat sich auch gelohnt. Und dann würde ich sagen, kriechen wir mal zum Trader. Ist ja nur ein Katzensprung. Also einmal Scotty beam ich mal eben. Wie? Verschlossen. Noch nicht so weit. Guck mal, man wird jetzt nicht mehr wegteleportiert, sondern man steht einfach nur vor verschlossene Türe. Finde ich gut. Das war doch immer recht irritierend. Also sehen wir gleich mal, wann der Trader hier aufmacht. Wahrscheinlich um 5 oder um 6. Und ich bin hier schon, stehe vor verschlossener Türe. Lass mich rein, lass mich rein. Ich will auch nur rein. Ich will meine Sachen verkaufen. Na? Echt? Immer noch nicht? Komm schon. Das ist ja öde. Dann hacke ich halt Holz, wenn ich das hier wegmachen kann. Man weiß ja nie, wofür man es mal gebrauchen kann. Aber Leute, ihr müsst aufpassen. Ich meine, man kann jetzt vom Baum erschlagen werden. In den früheren 7-Days-Versionen war das schon mal so. Dann haben sie es wieder revidiert und jetzt sollte man wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Boah, macht der hier echt um 6 Uhr erst auf? Dann hätte ich ja noch locker zu mir gehen können. So, jetzt aber hier. Ist auch süß mit der Flagge, Trader. So, hast du auf? Mehr noch nicht. Jetzt gehe ich mal zu der anderen Tür. Jetzt bin ich den weiten Weg extra so früh hier zu dir, damit ich gleich die Erste bin. Jetzt verplemper ich hier meine Zeit vor verschlossener Türe. Echt jetzt? Ist ja wohl nicht dein Ernst. Hallo? Machst du erst um 7 Uhr auf oder was? Trader Joe's is now open. Boah. Also das hätte aber auch mal ein Ticken schneller gehen können hier, ne? 6 Uhr. Das ist ja uralt, die Zeit. Ups. Das könnte ich tatsächlich gut gebrauchen. Abholen, vergrabene Vorräte, beseitige Zombies. Weißt du was? Wir holen einfach mal vergrabene Vorräte. Mal gucken, was da kommt. Passt schon. Guck mal, da klopft so ein netter Zombie an die Tür. Woher? Ach, guck mal, gleich zwei. Hey! Wer hat gesagt, dass du mir hier einer aufhaust? Oh, süß. Beide Köpfe rollen hier. Wenn Köpfe rollen. Das ist doch mal eine Headline. So, wo haben wir meine Quest? Bitte nicht allzu... Boah. So viel zum Thema bitte nicht allzu weit weg. Ja. Ich würde mal sagen, ab nach Hause. Und dann schauen wir mal. Dauert ja nur ein bisschen. Also teleportieren wir uns mal eben dahin. Scotty, mach das mal. Hat ich nicht Mineralwasser? Wollen wir mal ein bisschen aufräumen hier. Gehen wir erstmal zu unserer Base. Auf jeden Fall bin ich hinterher nicht überladen, wenn ich da wiederkomme. Das hat ja auch schon mal was an sich. So langsam kann ich doch gar nicht sein.
Ne? Also wenn ihr hier diese Totenköpfe seht, ich weiß nicht, ob ich das zwischendurch schon mal erwähnt hatte, aber das ist tatsächlich auch neu. Da sieht man jetzt, welcher Poi welchen Schwierigkeitsgrad hat. Das finde ich auch eine nette Sache, wenn man jetzt gerade am Anfang sich jetzt nicht so die schwersten Gebäude vornehmen will, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so gefährlich aussehen. Sieht man jetzt halt für die, die neu sind hier, Stufe 2. Also ja, ist jetzt aber auch nicht schlimm. Aber es sind halt weniger Zombies drin, weniger Gefahr. Das ist schon eine nette Sache. Ein Mantel wäre mal ganz gut. So, ich glaube, ich werde die Sachen aber erstmal nur hier unten hinpacken. Wenn das nicht schon alles voll ist. Aber ein bisschen konnte ich stauchen. Und hier noch. Ja, brauche ich jetzt nicht so unbedingt alles. Ist okay, würde ich sagen. Aber ich brauche trotzdem was zu essen und zu trinken. Und zu trinken wäre das, aber das reicht wohl nicht. Okay. Ich sollte, glaube ich, bei Zeiten nochmal wieder ein bisschen was machen. Ach guck, ich kann einen Goldenrutentee machen. Also erstmal kochen wir Wasser. Dann machen wir Weißbrot. Lass mal meine Base heilen hier. Wo bist du denn? So. Wir wollten zu den vergrabenen Vorräten. Und nebenbei nehmen wir das Huhn noch mit. Oder den Zombie. Sieht eigentlich gar nicht so gefährlich aus, ne? Haben sie auf jeden Fall ein bisschen verändert. Das konnte man vorher frei begehen. Scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein. So, Hühner. Auf geht's. Ich hab Hunger. Da ist eins. Na, zu weit weg. Ausnahmsweise lasse ich euch da mal. Aber glaubt ja nicht, dass ihr mir hier ewig davon kommt. Auch wenn ich immer so eine Hundehütte sehe, habe ich immer Angst, dass hier gleich wieder so ein Wolf direkt hinter mir ist. Boah, das mit der Ausdauer ist echt nervig. Also richtig nervig. Ich weiß gar nicht, habe ich. Das Haus habe ich hier tatsächlich auch noch nicht gelootet. Und in dem Wohnwagen war ich auch noch nicht drin. Ich könnte wetten, dass da einer drin ist. Sieht mir ja viel zu harmlos aus hier. Aber voll niedlich gemacht. Leider nichts drin. Ha, aber mein Huhn. Meins. Du hattest eine Chance. Wir müssen ja schließlich alle gucken, wo wir bleiben, nicht? Ich hoffe mal, ich finde hier noch ein paar mehr Hühner. Schauen wir mal. Da ist eins. Okay, warten wir mal, bis die Ausdauer wiederkommt. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns das Huhn mal. Auf geht's. Ha. Einmal schön Steak essen. So. Kein Zombie hier in der Nähe. Kein Tier, kein Wolf. Sieht doch erstmal ganz gut aus. Was will meine Rüstung hier von mir? Wahrscheinlich sagst du, reparieren kann ich nicht, weil ich keinen Stoff habe wahrscheinlich.
Aber wenn ich das zerlege, dann habe ich Stoff. Tada! So, für den Notfall der Notfälle, alles geladen, kann losgehen. So, dann gucken wir mal. Man hat auf jeden Fall wieder einen Kreis. Also ich weiß nicht, in welcher Version ich damals gespielt habe, aber dass dieser Kreis sich zusammengezogen hatte, hatte ich tatsächlich nicht mehr. Also ich habe den nicht gesehen. Das war echt schade. Aber so muss ich sagen, finde ich das mit dem Kreis eine ganz interessante Sache. Aber man muss aufpassen, dass man sich hier immer einen Weg nach draußen lässt, weil ich nehme natürlich wieder stark an, dass wenn ich hier am Buddeln bin und hinterher die Kiste geplündert habe, dass mich hier eine Horde von Zombies erwartet, welche Art auch immer. Das wird man dann sehen. Also lassen wir uns überraschen. Ich habe es auch noch nicht gemacht in der Version. So. Meine Güte. Das dauert ja mal wieder. Hinterher gibt es wieder einen riesen Krater. Aber hey, ich krieg Lehm. Ist ja auch wichtig. So. Komm, ihr seid doch gerade hier erschienen. Ihr wart doch eben noch nicht da. Nummer eins. Also, das waren jetzt zwei Zombies. Mal gucken, wie viele mich hier gleich beim nächsten Klingeln erwarten. Das mit der Ausdauer ist echt noch ein Problem hier. Ja, ich habe nicht genug Ausdauer, das weiß ich wohl. Warten wir mal noch einen Moment. Wie viel Essen habe ich denn? So, meistens muss man ja irgendwie nur so zwei, drei, ja, so drei, vier Felder nach unten. Boah, meine Güte. Jetzt sollte doch auch mal gut sein. Ich vermute, jetzt wären es drei Zombies. Nee, wieder zwei. Okay. Hat sich denn mal auch erledigt. Da hinten sind noch Zombies. Okay, wie es aussieht, ist das mehr so hier in der Gegend. Ich meine, das kann man auch skillen, dass man bei der Schatzsuche da ein bisschen besser abschneidet und der Kreis halt von vornherein etwas kleiner ist, dass man nicht hier so einen fetten Krater da buddelt. So wie ich jetzt gerade, weil ich super viel Glück habe. Komme ich hier wieder raus? Ja, noch her. Meine Güte. Da haben wir es. So, mal gucken, wen wir jetzt hier haben. Eins, zwei, drei, vier. Naja, vier, das geht ja noch von dem Kaliber. Gut, ist jetzt auch nur Stufe 1, ne? Ich meine, machen wir uns nichts vor. So, nochmal nachgehauen. Ist jetzt alles nicht so dramatisch. Das war's schon. Und einmal zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ich würde mich über ein Like freuen und ja, abonniert auch gerne meinen Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also bis dann, eure Bora.